Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Destiny-Video bei mir auf dem Kanal und das vorerst letzte Destiny-Video von mir auf dem Kanal. Heute ist eben der letzte Tag, bevor eben Destiny 2 rauskommt. Deswegen haue ich eben das letzte Video raus von der Age of Triumph Rüstung, beziehungsweise ja, dann habe ich endlich alle Charaktere mit der jeweiligen Rüstung von jedem Raid zusammen und das war mein Ziel eben, dass ich das bekomme vor Destiny 2. Und Gott sei Dank habe ich eben auf dem Warlock noch alles bekommen. Ja, und jetzt schauen wir uns direkt einmal die Rüstung an von dem Jäger. Das ist der Jäger aus der Gläsernen Kammer und hier haben wir dabei natürlich dieses Ornament, hier können wir es nochmal deaktivieren. Dann haben wir das ganz normale, so wie es aus Jahr 1 ist von der Gläsernen Kammer. Aber ich finde eben, dass es von Age of Triumph viel geiler aussieht. Dann haben wir dabei Intellekt, dann Stärke, dann Strahle weiter, erhöhte Superenergie, sobald Lakaien der Dunkelheit ausgeschaltet werden. Infusion stellt jedes Mal Gesundheit her, wenn eine Lichtsphäre aufgehoben wird. Und dann Stürmer hier kritischer Schaden, Sphäre aufheben oder bei Nahkampftreffern Sphäre aufheben. Dieser Helm ist God Rule eben für eben alles aus diesem Raid, deswegen nehmt diesen Helm eben mit. Dann haben wir hier die Handschuhe, da haben wir drauf Intellekt und Disziplin. Dann Vielfraß, erhalte Bonus Nahkampfenergie für jeden Feind in der Nähe, wenn du einen Kill landest. Dann erhöhte Granatenwurfweite. Dann Automatikgewehr nachladen. Das ist nicht ein guter Role eben hier. Hätte ich lieber eventuell Sniper oder eben Impulsgewehr drauf gehabt. Dann Orakeljagd. Erhalte eine zusätzliche Superenergie, wenn du Orakel in der Gläsernen Kammer zerstörst. Oder eben zusätzliche Superenergie, wenn du Praetorianer zerstörst. Hier muss man das eben wechseln, wenn man hier bei der Orakelphase ist oder eben hier bei der Torwächterphase eben für die Praetorianer. Dann bekommt man Super dazu. Dann kommen wir hier direkt zu der Brust. Ich habe vergessen das Aussehen, Entschuldigung. Hier haben wir ohne, das sieht einfach ganz so ledern aus und ein bisschen mit der Rüstung. Und wenn wir das aktivieren, haben wir eine richtige Stahlrüstung und diese leuchtenden Dreiecke eben aus der Rüstung rauskommen. Auf der anderen Seite haben wir diesen Spitz hier. Das ist von den Hobgoblins abgeschaut, dieser Spitz. Und ich finde das cool, weil hier sieht man das noch einmal, hier sieht man das auf der Seite noch einmal. Ich finde dieses Ornament extrem cool. So, dann kommen wir zu dem Brustschutz. Dort haben wir Intellekt oben, dann Disziplin, dann Scout-Gewehr-Munition und Scharfschützengewehr-Munition. Bei dieser Roll ist gut. Dann haben wir Idische Medizin, gewährt dir einen Schub für Erholung per Granatenkill für 20 Sekunden stapelbar und Leerrüstung, verstärkte Rüstung, wenn du leerbasierten Fokus benutzt, ist gut, weil man benutzt halt in die Raids oft den Pfeil, deswegen ist das ein guter Roll auf diesen Brustschutz. Dann erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach erlittenen leeren Explosionsschaden ist auch ein guter Roll, weil die Praetorianer machen ja leere Schaden. Und hier haben wir noch einmal ohne. Dann sieht das hier so aus, wieder so leicht ledern die ganze Rüstung. Wenn wir es aktivieren, haben wir wieder so eine Rippenrüstung, so wie wir es kennen, eben von die Vex. So, dann kommen wir zu die Stiefel. Dort haben wir drauf Disziplin und Stärke, dann Fusionsgewehrmunition, Raketenmunition. Fliegende Faust gewährt dir einen Agilitätsschub per Nahkampfkill für 20 Sekunden stapelbar oder Solar-Doppelkill. Eben Agilität erhöht sich für 5 Sekunden nach jedem Solar-Doppelkill. Und dann haben wir letzte Hoffnung, erhöhte Agilität, wenn man die letzte Hüte ist. Dieser Roll ist nicht so gut für die Beine. Und hier haben wir nochmal ohne das Ornament. Dann sieht es hier so aus. Hier auf der einen Seite wieder so Leder und auf der anderen Seite wieder die Rüstung. Und wenn man hier das Ornament reingibt, hat man hier ein Hobgoblin-Wechsbein eben als Rüstung. Das sieht cool aus, aber ich frage mich die ganze Zeit, wie das funktioniert eben. Das ist dann einfach von deinem Hüter hier eben das abgeschnitten und dann hat man hier die Rüstung drauf. Ich frage mich, wie das funktioniert. Dann kommen wir direkt zum Umhang. Dort haben wir drauf Intellekt, Stärke, Handfeuerwaffenfokus und Schrotflintenfokus und dann natürlich den Vorhautboost. Booster, so. Und so sieht das nochmal aus ohne dem Ornament. Dann sieht das so mit dem anderen Ornament aus, einfach in der anderen Farbe. Und so sieht das mit dem Ornament aus, dass dieses Flackern hieß von dieser Kristalle eben von der Vex. Finde ich cool, vor allem das sieht man eben, wenn man das ganze Jahr ansieht, flackert das hier oben bei dem
Kopf eben von dem Jäger. Ich finde, dass die Rüstung sehr, sehr geil aussieht. Die haben sie gut gemacht, die besser. Im Gegensatz zum Warlock und zum Titan eben von der Gläsernen Kammer finde ich hier von dem Jäger die beste Version von der Rüstung. So, was haltet ihr von dieser Rüstung? Wie gefällt euch die? Und ja, was sagt ihr dazu? Außerdem, letztes Video, ab morgen kommen Destiny 2 Videos durchgehend und ich freue mich schon extrem auf Destiny 2. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch schon auf Destiny 2? Lasst mich wissen in die Kommentare. So, okay, das war's schon wieder mit diesem letzten vorerst letzten Destiny Video von mir auf dem Kanal. So, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Destiny 2 Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Shazix.